Herzlich willkommen zur Juma Juma Mathe Abiturvorbereitung. Heute wollen wir uns wieder mit Ohimi-Kompetenzen beschäftigen und zwar diesmal zum Thema analytische Geometrie, bei euch wahrscheinlich besser bekannt als simple Vektorrechnung. Ich habe wie immer ein paar Aufgaben mitgebracht und zwar fangen wir doch einfach direkt an. Die erste Aufgabe lautet: Gegeben sind die Vektoren a, 1, 2, 3, b, x, minus 4 und 5 und c, x, 3 und z. Und die erste Aufgabe lautet, die Vektoren a und b sollen orthogonal zueinander verlaufen. Bestimmen Sie x und z für diesen Fall, also beziehungsweise nur x in diesem Fall. Und zwar, wenn zwei Vektoren orthogonal zueinander verlaufen sollen, dann sollte man gelernt haben, dass das Skalarprodukt aus diesen Vektoren gleich 0 sein muss. Da wenn wir hier zwei Vektoren haben, einen rechten Winkel dazwischen, dann das die allgemeine Form des Skalarproduktes würde ja lauten, der Kosinus von Phi wäre a mal, also das Skalar multipliziert, Vektor b durch Betrag von a mal Betrag von Vektor b. Und wenn die orthogonal zueinander verlaufen sollen, muss Phi, also der Winkel zwischen den Vektoren, ja 90 Grad sein. Und wenn ich mir die Kosinuskurve vorstelle, der Kosinus von 90 Grad ist gleich 0. Das heißt, hier würde hier stehen, 0 ist gleich den Sappel. Und dann, wenn ich einfach mal den Nenner hier was unter dem Bruchstrich mache, also sprich mal den Betrag von a mal Betrag von b, und da hier, ja, 0 ist 0 mal irgendwas ergibt 0, und da bleibt dann einfach nur stehen, 0 ist gleich a Skalar multipliziert mit b. Und deswegen, das ist der Ansatz für solche Aufgaben, wenn irgendwas orthogonal zueinander verlaufen soll. Ja, ja, dann machen wir das ganz einfach. Dann setzen wir also 0 ist gleich 1 mal x plus 2 mal minus 4 plus 3 mal 5. So, fassen wir ein bisschen zusammen. X minus 8 plus 15. Also 0 ist gleich x plus 7. Und dann, wenn wir minus 7 machen, kommen wir darauf, dass x gleich minus 7 ist. Das heißt, der Vektor b muss die Koordinaten haben. X, also ja, minus 7, minus 4 und 5. Damit wäre die Aufgabe gelöst. Zur zweiten Aufgabe, und zwar die Vektoren a und c sollen parallel zueinander verlaufen. Bestimmen Sie x und z diesmal für diesen Fall. Wenn was parallel zueinander verlaufen soll, dann bedeutet das, dass die Vektoren kollinear sind, also das Kollinearitätskriterium erfüllt haben müssen. Das lässt sich ganz einfach ausdrücken. Das heißt, also der Vektor a muss ein Vielfaches des Vektors c sein. Und da ein Vielfaches, setzen wir einfach hier ein t davor, also irgendeinen simplen Parameter. Und t muss natürlich Element der reellen Zahlen sein. Das ist ja logisch. Also einfach 1, 2, 3 ist gleich t mal x, 3 und z. So, dann haben wir im gleichen System mit drei Gleichungen, drei Variablen. Das sollte sich ganz wunderbar lösen lassen. Also 1 ist gleich tx, 2 ist gleich 3t und 3 ist gleich tz. So, hier haben wir nur eine Variable, also benennen wir die gleichen Systeme nochmal. Hier haben wir nur eine Variable drin, in 2 ist gleich 3t, das heißt, wir teilen durch 3 und kommen dann darauf, dass t gleich 2 Drittel ist. So, und dann können wir das einfach in die anderen beiden Gleichungen einsetzen. Wenn wir hier 1 ist gleich t mal x, also 1 ist gleich 2 Drittel x, und das heißt durch 2 Drittel, und das heißt 1 durch 2 Drittel ist 1 mal 3 halbe, das heißt x ist gleich 3 halbe. Und dann setzen wir das hier genauso noch ein, da würden wir drauf kommen, 3 ist gleich 2 Drittel z durch 2 Drittel, 3 durch 2 Drittel ist 3 mal 3 halbe, also 9 halbe, das heißt z ist gleich 9 halbe.
Und das heißt, der Vektor C muss die Koordinaten 1,5, 3 und 4,5 haben. Pardon, 3,5. 9,5 sind ja 3,5. Gut. Dann zur Aufgabe B, also zur zweiten Aufgabe. Und zwar habe ich die Punkte A, 3, 4 und 1, B, 6, 3 und 2, C, 3, 0 und 3 und D, 0, 1 und 2. Und diese vier Punkte sind Eckpunkte eines ebenen Vierecks A, B, C, D. Und wir sollen einmal jetzt in Aufgabe 1 nachweisen, dass A, B, C, D ein Parallelogramm ist. Und in B sollen, also in der zweiten Aufgabe, sollen wir nachweisen, ob dieses Viereck sogar ein Rechteck ist. Also, wir sollen nachweisen, dass es ein Parallelogramm ist. Also machen wir uns eine kleine Skizze. Das ist immer empfehlenswert, sich eine kleine Skizze zu machen, denn die hilft immer. So, das heißt A, B, C, D. Bei einem Parallelogramm ist das charakteristische Merkmal, dass die beiden Seiten jeweils, die beiden gegenüberliegenden Seiten parallel sind. Das heißt, ich muss mir meine Vektoren durch diese Seiten aufstellen und dann jeweils prüfen, ob die parallel zueinander sind. So, und natürlich dieselbe Länge haben. Oder nee, Cut. Also es ist immer empfehlenswert, sich eine Skizze zu machen. Und dann sehen wir hier beim Parallelogramm, dass die beiden gegenüberliegenden Seiten müssen immer gleich lang sein. Das heißt, ich stelle mir meine Vektoren auf und bilde die Beträge. So, dann machen wir das ganz einfach mal. Vektor AB wäre 6 minus 3 ergibt 3, 3 minus 4 ergibt minus 1 und 2 minus 1 ergibt 1. Der Vektor BC wäre 3 minus 6 ist minus 3, 0 minus 3 ist minus 3 und 3 minus 2 ist 1. Der Vektor CD wäre 0 minus 3 ist minus 3, 1 minus 0 ist 1 und 2 minus 3 ist minus 1. Und letztschlussendlich noch der Vektor DA, der da wäre dann 3 minus 0 ist 3. 4 minus 1 ist 3 und 1 minus 2 ist minus 1. So, also wir sehen zumindest schon mal, dass AB und wo haben wir es? CD beispielsweise müssen parallel zueinander sein, denn jeweils einfach nur mit minus 1 multipliziert und bei BC und DA ist es dasselbe, minus 3, minus 3, 1 und 3, 3, minus 1 auch einfach mit minus 1 multipliziert. Das heißt, haben wir schon ein Kriterium erfüllt, dass die gegenüberliegenden Seiten parallel zueinander sein müssen. Also rein theoretisch könnte man interpretieren, dass es reichen würde, aber zur Sicherheit sollte man noch ein zweites Merkmal angeben, nämlich eben, dass die gegenüberliegenden Seiten gleich lang sein müssen. Das heißt, der Betrag von AB muss gleich dem Betrag von CD sein und der Betrag von BC muss gleich dem Betrag von DA sein. So, ja, und dann rechnen wir das einfach aus. Das heißt, Wurzel aus 3 ins Quadrat plus 1 ins Quadrat plus 1 ins Quadrat ist gleich minus 1 ins Quadrat, ist dasselbe letztendlich. Wurzel aus minus 3 ins Quadrat plus minus 3 ins Quadrat plus 1 ins Quadrat. Und hier die Wurzel von BC Cut. Scheiße, wenn man zu später Stunde noch arbeitet. Das heißt, die Wurzel ist gleich der Wurzel aus CD, also minus 3 ins Quadrat plus 1 ins Quadrat plus minus 1 ins Quadrat. So, und bei BC und DA ist es dann einfach nur Wurzel aus minus 3 ins Quadrat plus minus 3 ins Quadrat plus 1 ins Quadrat ist gleich der Wurzel aus 3 zum Quadrat plus 3 zum Quadrat plus minus 1 zum Quadrat. So,
Wollen wir uns das dann nochmal aufstellen? So, 30 Quadrat ergibt bei mir 9, plus 1 ist Wurzel 11. Wurzel 11 Längeneinheiten ist gleich Wurzel 11 Längeneinheiten. Und hier bei BC und DA haben wir also 9 plus 9 ergibt 18, plus 1 ergibt 19. Also Wurzel 19 Längeneinheiten ist gleich Wurzel 19 Längeneinheiten. Und dann schreiben wir einfach Quod-Erat-Demonstrandum hin. Weil es steht ja da, was zu beweisen war, und in der Aufgabenstellung steht ja, weisen Sie nach, dass ABCD ein Parallelogramm ist. So, und als zweites sollen wir prüfen, dass, ob dieses Viereck so ein Rechteck ist. Also müssen wir einfach nur letztendlich prüfen, ob die beispielsweise die Seite AB und AD rechtwinklig zueinander sind. Das heißt, wir machen das wieder mit unserem Skalarprodukt. Allerdings nehmen wir lieber den Vektor AD, denn beim Skalarprodukt müssen immer die beiden Vektoren müssen entweder zueinander weglaufen oder aufeinander zulaufen. Das heißt, Vektor AD ist nichts weiter als der Vektor DA nur mit minus 1 multipliziert, das heißt minus 3, minus 3 und 1. So, und dann also das Skalarprodukt 0 ist gleich AD Skalar multipliziert mit AB. Und das heißt, 0 ist gleich, so, jetzt wird's, machen wir hier, minus 3 mal 3 sind minus 9, minus 3 mal minus 1 ergibt 3 und 1 mal 1 ergibt 1. Das heißt, minus 9 plus 4 ist gleich minus 5 und das ist ungleich 0. Das heißt, dieses Viereck ist kein Rechteck. Damit wäre das, was in der Aufgabenstellung steht, erfüllt. Und zwar kommen wir zur nächsten Aufgabe, und zwar haben wir hier gegeben 3 Punkte A, B und C, also A setzt sich aus 1, 2 und 0 zusammen, B aus 1, 1 und 0 und C aus 5, 1 und 0. Und diese 3 Punkte sind Eckpunkte der rechteckigen Grundfläche einer geraden Pyramide. Der Punkt S ist die Spitze der Pyramide und die Höhe beträgt 7 Längeneinheiten. Und die erste Aufgabe lautet jetzt, wir sollen den vierten Punkt dieser rechteckigen Grundfläche ermitteln, also den Punkt D. Der ist gesucht. So, auch hier hilft wieder einfach eine kleine Skizze. Eine rechteckige Grundfläche A, B, C und D. Und irgendwo hier ist mein 0, also mein Koordinatenursprung. Das heißt, wenn wir die Koordinaten D haben wollen, bei einem Rechteck ist es so, dass letztendlich von der Richtung her der Vektor AD von der Richtung, allein von der Richtung her wäre der Vektor AD gleich dem Vektor BC. Das heißt, um zu OD zu kommen, also mein Ortsvektor zum Punkt D, müsste ich einfach nur rechnen, Ortsvektor zum Punkt A plus den Vektor AD eigentlich ja, aber da es von der Richtung her derselbe Vektor ist, können wir einfach den Vektor BC nehmen, plus den Vektor BC. Ja, und das müssen wir dann auch einfach nur vollführen, also das wäre der Ansatz, das heißt, OD ist gleich 1, 2 und 0, plus BC wäre 5 minus 1 sind 4, 1 minus 1 sind 0 und 0 minus 0 sind 0. Das heißt, OD ist 5, 2 und 0. Das ist der Ortsvektor und der Punkt D hat ja dann die Koordinaten. Das ist immer ein Unterschied in der Schreibform, da muss man aufpassen, denn ansonsten kriegt man keinen Punkt auf die Lösung. Der Punkt D hat dann die Koordinaten 5, 2 und 0. Die Aufgabe B, bzw. die zweite Aufgabe lautet, geben Sie den Punkt an, der die Spitze der Pyramide ist. Also dieser Punkt S, die Spitze ist gesucht. So, ja. Das heißt, wir brauchen einfach nur den Mittelpunkt. Ich meise nochmal hin. Unsere rechteckigen Grundfläche. Diesen Mittelpunkt und müssen dann als Z-Koordinate 7 Längeneinheiten nach oben gehen. Logischerweise, da die Höhe ja 7 Längeneinheiten ist. So, den Mittelpunkt, der hat einmal die Hälfte der Koordinaten AB, des Vektors AB,
AB ist 1 minus 1, 0, 1 minus 2 ist minus 1, 0 minus 0 sind 0. Das heißt, die y-Koordinate wäre minus 1,5 und die Hälfte der Koordinaten BC. Und BC ist gleich, wo hat man aufgeschrieben, 4, 0, 0. Also die x-Koordinate wäre 2. Das heißt, der Punkt, der Ortsvektor zum Punkt M wäre 2 minus 0,5 und 0, beziehungsweise dann der Punkt M hätte die Koordinaten 2 minus 0,5 und 0. So, und da wir eben den Punkt S wollen, müssen wir also noch 7 Längeneinheiten nach oben gehen, da in der Aufgabenstellung steht, dass die Höhe 7 Längeneinheiten beträgt. Das heißt, der Ortsvektor zum Punkt S wäre 2 minus 0,5 und 7 und der Punkt S hat dann letztendlich die Koordinaten 2 minus 0,5 und 7 logischerweise. So, und die letzte Aufgabe lautet, dann berechnen Sie das Volumen der Pyramide. So, dazu sollte man Sie, wie gesagt, das hatte ich im letzten Video schon gesagt, so ein paar Formeln zur Berechnung von Volumina oder Flächeninhalten sollte man im Kopf haben. Beispielsweise der Flächeninhalt, das Volumen von einer Pyramide, einem rechteckigen, wäre ja ein Drittel AG mal H. Und AG ist der Flächeninhalt der Grundfläche. Das heißt, für den Flächeninhalt der Grundfläche müssen wir, ich kann es ja nochmal hinmalen, immer nochmal, A, B, C und D. Für den Flächeninhalt der Grundfläche müssen wir also den Betrag von AB mal den Betrag von BC rechnen. Das heißt, AG ist gleich der Betrag von AB mal Betrag von BC. So, ja. Dann rechnen wir das einfach aus. Der Betrag von AB, wo hat man hier, ist ja Wurzel aus 0 ins Quadrat plus minus 1 ins Quadrat plus 0 ins Quadrat mal die Wurzel aus BC, 4 ins Quadrat plus 0 ins Quadrat plus 0 ins Quadrat. So, das macht bei mir Wurzel 1 und Wurzel 1 ist 1 und 4 ins Quadrat 16, Wurzel 16 ist 4. Das heißt, ist gleich 1 mal 4 ist gleich 4 Flächeneinheiten. So, und dann unsere Höhe war ja schon gegeben aus 7 Längeneinheiten. Das Volumen wäre dann also 1/3 mal 4 Flächeneinheiten mal 7 Längeneinheiten. Und da kommen wir dann also 4 mal 7 ergibt 28. Also 1/3 mal 28 sind 28/3. Lässt sich auch nicht weiter zerlegen, soweit ich weiß. Also 28/3 Volumeneinheiten wäre das Volumen. Alles klar, weiter geht's mit der nächsten Aufgabe, beziehungsweise den nächsten Aufgaben. Und zwar haben wir die Aufgabe, gegeben ist der Punkt A 2, minus 3 und 5. Der Punkt B ist der Bildpunkt von A bei der Spiegelung an der XZ-Ebene. Der Punkt B ist der Bildpunkt von A bei Spiegelung an der XZ-Ebene. Also kann man eventuell so sagen, B ist gleich A'. So, und die erste Aufgabe lautet, beschreiben Sie die besondere Lage der Geraden, die durch die Punkte A und B verläuft. Die besondere Lage dieser Gerade. Machen wir nochmal. So, weiter geht's. Und zwar haben wir die folgende Aufgabe. Gegeben ist der Punkt A, der die Koordinaten 2, minus 3 und 5 hat. Und der Punkt B ist der Bildpunkt von A bei Spiegelung an der XZ-Ebene. Und die erste Aufgabe lautet nun, beschreiben Sie die besondere Lage der Gerade, die durch die Punkte A und B verläuft. So, eine Skizze kann nicht schaden. Man sollte eventuell noch ordentlich sein. So, Z, Y und X. So, und A hat die Koordinaten 2, minus 3 und 5. 5, 2 und minus 3. Also hier, sag mal, ist A. Und die XZ-Ebene ist ja die Ebene, die von der Z- und der X-Achse gebildet wird. Das heißt, der Punkt B, wenn ich den Punkt A an der XZ-Ebene spiegele,
Die Z-Koordinate müsste gleich bleiben und die X-Koordinate müsste eigentlich auch gleich bleiben. Das heißt, nur die Y-Koordinate ändert sich, und zwar um genau die Länge, die A, also links neben der XZ-Ebene an der Y-Achse verschoben ist. Und nämlich das ist A um minus 3. Das heißt, B hat dann logischerweise die Koordinaten, wenn ich es an der XZ-Ebene, die ja die Y-Koordinate 0 hat, spiegele. Das heißt, hat B die Koordinaten 2, 3 und 5. So. Und die besondere, also hier machen wir dann eine 3 hin und da ist B. Und das heißt, die besondere Lage der Gerade, die jetzt durch diese beiden Punkte A und B verläuft, wäre einfach nur, dass diese Gerade parallel zur XY-Ebene ist. Und ja, würde ich so meinen, dass sie parallel zur XY-Ebene ist. Und eventuell steht sie vielleicht sogar senkrecht auf der XZ-Ebene, wenn ich mir das so anschaue. Ja, durchaus. Könnte senkrecht auf der XZ-Ebene stehen. Gut. Ja, steht senkrecht auf der XZ-Ebene. Also steht senkrecht auf der XZ-Ebene und ist parallel zur XY-Ebene. Also senkrecht, also schneidet sie die XZ-Ebene und parallel zur XY-Ebene. Die ist ja hier unten. Ja, soweit dazu. Und zur zweiten Aufgabe, nicht zur Aufgabe B. Zur zweiten Aufgabe geben Sie den Schnittpunkt der Gerade mit der XZ-Ebene an. Ja, da heißt, müssen wir die Gerade natürlich erstmal aufstellen. Und zwar nehmen wir als Aufpunkt einfach A, 2, minus 3 und 5 plus T mal 2 minus 2 ergibt bei mir. Achso, die Gerade ist eventuell ist auch noch parallel zur Y-Achse, sehe ich gerade. Schreiben wir noch dazu. Parallel zur Y-Achse. Und dann logischerweise auch senkrecht zur X-Achse. Also ja, orthogonal dazu. Also wenn die X-Achse ja hier lang geht und die Gerade verläuft hier dann so lang parallel zur Y-Achse, steht ja, bilden die ja bei dem rechten Winkel. Senkrecht zur X-Achse. Ja, aber zur Aufgabe B natürlich zurück. Das heißt, unser Richtungsvektor 2 minus 2 ergibt 0, 3 minus minus 3 ergibt 6 und 5 minus 5 ergibt 0. So, und jetzt den Schnittpunkt, ja mit der XZ-Ebene war es. Jeder Punkt der XZ-Ebene hat ja die Koordinaten X, 0 und Z. Das ist ja das Besondere an der XZ-Ebene, genauso wie jeder Punkt der XY-Ebene die Koordinaten X, Y, 0 hat und jeder Punkt der ZY-Ebene die Koordinaten 0, Y und Z hat. Das heißt, X, 0 und Z das ist ein Punkt, irgendein Punkt in der XZ-Ebene, der ja auf der Geraden liegen soll, nämlich der Schnittpunkt mit der XZ-Ebene. Also setzt man das gleich mit der Geradengleichung, das heißt, dieser Vektor wäre einfach hier dieser X-Vektor, den man ja immer in der Notationsschreibweise irgendwie bei der Geraden da angibt. Also dieser Vektor ist gleich 2 minus 3 und 5 plus t mal 0, 6 und 0. So, ja, haben wir ein wunderschönes Gleichungssystem. X ist gleich 2 plus t mal 0 entfällt. 0 ist gleich minus 3 plus 6t. Und z ist gleich 5 plus, ja, t mal 0. Ja, t mal 0 ergibt 0. So, das heißt, haben wir hier schon unsere x- und z-Koordinate. Brauchen wir die zweite Gleichung gar nicht auflösen. Das heißt, der Schnittpunkt mit der xz-Ebene behält die Koordinaten dann 2, 0 und 5. Also das wäre jetzt ja der Vektor dahin und der Punkt hätte letztendlich die Koordinaten 2, 0 und 5. So.